Um 10 Uhr hat man pünktlich mit dem zweiten Strafprozesstag begonnen. Wie du es bereits auch angesprochen hast, ich darf neben mir Aaron Brüstle, Innenpolitiker der Tageszeitung Österreich, begrüßen. Vielleicht, hallo, es freut mich. Wie hast du den Vizekanzler Heinz-Christian Strache, den ehemaligen, heute wahrgenommen, als er den Gerichtssaal betreten hat? Es war ein ähnlicher Antritt wie gestern vom ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Er ist direkt in den Gerichtssaal gelaufen, hat davor kein Statement abgegeben. Er wirkte gefasst, ruhig. Im Gerichtssaal hat er sich dann wieder den Fotografen gestellt. Dann wurde er sogleich von der Richterin in die Mitte des Saales gerufen und musste aussagen. Dabei hat er am Anfang zu schnell gesprochen. Könnte auf eine gewisse Nervosität zurückzuführen sein. Später dann, nach der Ermahnung der Richterin, sprechen Sie bitte langsamer, hat er dann auch sehr ruhig und gefasst gesprochen. Es ist ja, wie gesagt, der zweite Prozesstag. Fassen wir vielleicht einmal den Dienstag zusammen. Was waren hier die wichtigsten Erkenntnisse? Gut, am Dienstag konnten wir die wichtigsten Erkenntnisse beginnen wir vielleicht mit der Anklage, nicht? Die Staatsanwältin hat ihr Plädoyer verlesen und gesagt, es handelt sich um ein schweres Vergehen, auf das bis zu 5 Jahre Haft stehen. Walter Grubmüller Walter Grubmüller, dem Freund von Heinz-Christian Strache und dem Privatklinikbetreiber, ihm wird Bestechung vorgeworfen, weil er eine Spende von 10.000 Euro an den Vizekanzler, also damals war Strache noch nicht Vizekanzler, an die FPÖ-Bundespartei getätigt hat. HC Strache wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Die wichtigsten Erkenntnisse waren vielleicht, dass Strache sich dann dadurch verteidigt hat, dass er Überzeugungstäter ist, dass er niemals korrumpierbar gewesen sei. Sein Anwalt hat gesagt, Johann Power hat gesagt, Sie müssen nur auf das Handy meines Mandanten schauen. Da steht alles klipp und klar. Er hat zum Beispiel eine Nachricht an Walter Grubmüller gesendet. Gute Rechnung, gute Freundschaft. Also er wollte auch immer alles ausgleichen, was ihm von Walter Grubmüller, diesem sehr luxuriösen Wirtschaftstreibenden, auch zugute gekommen ist. Ja, lieber Lukas, dann sage ich vorerst einmal vielen lieben Dank. Wir werden dich dann sicher auch später noch dazu befragen. Und wir melden uns natürlich sofort, wenn es weitere wichtige Details in Sachen Prozess betreffend dem ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache gibt.